Hey guys, before we get into this video, I'm really excited to announce that since some of you have requested personally that I begin a Patreon page, I have officially launched it. You guys can support me monthly. By doing that, you'll receive exclusive content, access to bonus features, behind the scenes, all types of cool stuff. Of course, shout outs in the videos and much more as we grow. So the link is below. I thank you guys so much, those of you who have, you know, expressed interest, and please enjoy the video. Stay safe, guys. Muncherapper from the Deutschrap-Szene. Leider juckt mich nicht. Ein bisschen langweilig zurzeit. Wir brauchen mehr Action. Aber. Rap wieder Rap. Yeah. Reactions wieder Reactions. Yeah, Mark, Reactions wieder Reactions. Und das heißt, American Reaction YouTubers wieder gelyncht auf. Oder so was. Aber wir sind. Warte, heute werden die Stubenhocker Zocker oder YouTube-Blogger. Ah, was war das? Warlords? Die letzte Ingrade? Ja, dieses Line. Das war Vollmond. Das war von. Oh, das war Vollmond. Oh, das war Vollmond. Oh, ich bin voll lost. Okay, sorry. Vollmond, ich bin voll lost. Okay. Anyway. Jetzt weitergehen mit den Apocalyptic Infinity. Wir sind genau am Part 3, die Beginning, ne? Mit Ficker Rapper. Also, ja, genau. Yeah, let's go. Und hörst du gut? Kannst du es hören? Ja, okay. Gehört, ja. Geil. Ja. Ficker Rapper, die mit Fake G-Images und Gay Peeps stimmen über Drake Beats, singen um die Ladies, klingen alles der Comedy, sagen die Medienportale, wir holten mit dem Plankton, mit dem Plankton, mit dem Plankton. Holy shit! Ist so gut, ne? Das ist sehr schnell und oh man, ja, yeah. Das war nicht erwartet, also das war mich nicht erwartet. Ja, ich habe von Leuten gehört, dass sie meinen, das sei Triple Time mittendrin, aber ich glaube, das ist nicht der Fall. Triple ich Time? Ich kenne mich da auch nicht genau aus. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ich kenne mich da auch nicht so gut aus, also ich glaube nicht, ist einfach, ist schon sehr schnell, aber noch nicht ganz, glaube ich. Triple Time, ja, können wir also, ja, später überreden. Schon, okay, let's go. Ficker Rapper, die mit Fake G-Images und Gay Peeps stimmen über Drake Beats, singen um die Ladies, klingen alles der Comedy, sagen die Medienportale, wir holten mit dem Plankton, mit dem Plankton, der Pop oder kommerzieller Mainstream-Single. Ohne Radio-Hits, ohne Heavy Rotation, Stelle für K1, Heavy Rotation. Zerfetzer mit dem Basie, das vom Handy Cocaine, sniffe den Babyface mit AIDS und verbrenn die Location. Shit, so, also der Rap vom San Diego-Charakter? Jetzt? Das ist San Diego, da, im Bild, oder? Ja, die wechseln ja immer, also das weiß ich genau. Aber es ist San Diego im Video, aber SpongeBob's Boy, Voice, Stimme. Ja, genau. Aber nee, im Video wechseln die ja auch, also da ab und zu ist ja die Maske manchmal nicht. Also. Und ich wollte nur ganz kurz reden über diese K1-Line, die waren Kumpels damals, oder? Oder nein? Das war Bushido. Also, soweit ich weiß, hat K1 nie wirklich was mit San Diego zu tun gehabt. Also, bist du auf Genius? Also, Heavy Rotation war was? Ein Radio? Also, guck mal, einmal ohne Radio-Hits, ohne Heavy Rotation, also dass deine Songs nicht im Radio pausenlos laufen. Genau. Und dann Schelle für K1, halt Bam, eine Schelle, Hitstep. Und dann Heavy Rotation, dass da immer wieder Schellen gibt. Das ist einfach. Oh, okay. Aber bei mir liegt gerade Genius nicht. Und K1 ist, also von was ich gehört habe, in den meisten Deutschrap-Szenen immer in den Kreuzfeuer geschossen oder also im Feuer geworfen, kann man sagen. Der ist Freund von Niemann oder heutzutage. Der war früher mit Flair? Bushido. Okay, mit Bushido und Flair. Kann gut sein, ja. Ja. Flair weiß ich nicht, ich hab Flair nie verfolgt. Oh Mann, was ist los mit Genius? Flair ist OG. Früher, vor unserer Zeit, oder? Weiß ich nicht genau. Also ich hab mehr
mehr Flair-Disse gehört als. Ja, genau, ich auch. Also ich bin mit Kollegen angefangen im 2014 und sie waren schön starke Feinde, auch mit Bushido. Bushido und Kollegah war die ersten Rapper, die ich so gehört habe. Bushido war also damals zusammen, immer noch zusammen mit Shindy und sie haben Sterne. Kennst du Sterne? Gut, ja. Und gut. Ja, Sterne, also cooler Song und Panamera Flow. Und die waren die ersten Hits, ne? Die ich die ich erinnere. Also, los geht's weiter mit Zerfetzert dann, weil Baby von der Hand der Kokain sniffen. Babyface mit AIDS und verbrenne die Location. Es ist sehr krass, wie schnell er dein Lippen bewegen kann. Collection. Boom, 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 Schwamm Connection. Starte kein Twitter Beef, habe kein Killermotiv, aber die Rapper, die gewinnen Grund, sie einfach anzustechen. Bada bang, bada bang, baller meine Bang alle rennen. Kille deine Gang vor den Fans, will das deine Event allen brennt. Pulli meine Felgen an Bands. Was auf der Enter das Game mit der Family, BBM Gangster, wir sprengen ein Camp. Von der Soko gesucht, für mich ist Homo Tabu. Bada bang, baller meine Bang alle rennen. Kille deine Gang vor den Fans, wir lassen. Eventhallen brennen. Oh, Eventhallen, okay, wo man also ja. Ja, Concerts oder ja. Ja, genau. Ganz selbstverständlich. Polieren meine Felgen und Benz, ja, polish my Chrome on the Benz, motherfucker, enter das Game, come in the game mit der Family BBM Gangster, wir sprengen dein Camp, sprengen. Das bedeutet was? Exploding. Oh, we explode your camp. Von der Zoko gesucht. Ja. Für mich ist Homo Tabu. Von der Zoko. Soko ist irgendwie was Polizeiliches. Ah, okay. Zwei Patronen für die O's von eurem YOLO-Tattoo. Glaube ich. YOLO-Tattoo? Wer hat ein YOLO-Tattoo? Ach nee, ist gar nicht. Nee, das ist. Was? Richtig los. Ich glaube, das ist. Was im Fernsehen, kann das sein? Ich dachte immer, das ist. Polizeilich ist, aber das kann gut was im Fernsehen sein. Deutsches Fernsehen. Zoko. Ich habe noch nie gegoogelt. Zoko. Das fand sich auch nicht wichtig. Ja. Interesting. Das fand sich aber auch nicht wichtig. Ich habe nie gehört. Hier sind gerade einfach viele schnelle Reime, aber vor allem halt eben guter Flow. Also hier geht es gerade nicht extrem um den Text, denke ich. Ja, genau. Aber ja. Übel nicer Flow. Der Flow hier, der Flow ist außerirdisch. Ja. Doch bang für Promo, da du, wie bei Haus von Lavo. Schalt einfach Polo-Handschuh, meine Kanone macht Kaboom. Zwei Patronen für die O's von eurem YOLO-Tattoo. Mach keine dicke Millionen, aber zerficke Ikonen. Verdicke die Drogen, beginnen am Boden, doch Wille nach oben. Ich nehm mir die Krone, schieß auf Bitches-Patronen. Lass die Szene brennen, die Christopher Nolan bei Filmexplosionen. Schwarzer Galado, Beifahrer Salasado. Ballert die Kalasch, Amo, Mafia El Chapos. Passa zur Macht. Salasado, Sado ist, also, sie sind Kumpeln, oder? Ja, Salasado ist also der Haupt der Familie Sado. Aha. Der ist halt eben cool mit San Diego und gibt ihm Schutz. Immer cool, so oder? Kollege. Ja. Ja, aber hier waren gerade zwei gute Lines. Einmal, das ist auch bei Genius, zwei Patronen für die O's von euren YOLO-Tattoo. Ja. Ja, also das ist ja einfach da reingeballert quasi, ist nicht so krass. Aber danach, schieß auf Bitches Patronen, lass die Zähne brennen wie Christopher Nolan bei Filmexplosionen. Mm. Also lass die Zähne brennen, einmal die Rap-Szene. Genau. Oder... Szene. Nolan. Ja, genau, das ist die Szene im Film, ja. Genau. Und Schwarzer Galado, Beifahrer, ja, Salasado, Baller die Kalash Amo. Okay, ja, und ich kenne Salasado nur durch Instagram. Der ist also sehr, sehr berühmt wegen diese, also mit der hat in letzter Zeit viel über diesen Bossarer ja, genau. Collab also geredet, oder? Ja, ja. Also er ist halt eben ganz viel im Hintergrund mit San Diego und Kollega und genau. Ist immer sehr oft in Videos zu sehen. Ja, ich erinnere, also zum Beispiel in Bullets, am Ende im Bullets, oder? Ja, genau, da San ja, Diego auch. Am Tisch, die, San Diego mit Salasado, ja. Und bei Offenes Verdeck, bei Kollega auch. Ja. Und bei ganz vielen San Diego-Videos natürlich, ne? Viel Hintergrund und Insider. Ja. Ja, cool. Okay.
nicht auf Auto, der Kack in dein Camo. Money 10, der Staat ist mir Wayne. Kein Cent auf Bank, doch im Ferrari zu sehen. Wie Ali El Zane. Welcher Ho will mich beefen, die komischen Freaks deine Homies kassieren. Ich geb dir ne Bombe, du fühlst dein Gesicht nicht mehr so wie The Weeknd. Makar auf Clips auf die Bitches, ich lass eure Köter verbluten. Freunde von niemand, Söhne von Huren. Also Freunde von niemand ist ein Label? Genau. Ui, warte. Ich habe es gerade gesehen in einem Video. Wer war das? Freunde von niemand. Shit, ich erinnere mich nicht. War das Vega in Haferfeld? Das ist Vega, ja genau. Vega, kennst du diesen Song Vega mit Vega und Haferfeld? Es heißt... Ach, irgendwas Neues, ne? Nur Cash, ja, yeah, ja, yeah, nur Bar or something, nur Cash, all Cash or something. Ah, Bar Cash. Ja, dann ist eigentlich ein krasser Part von Vega und das war der erste Part, den ich von Vega gehört habe und das ist sehr nice und ja, ich erinnere diesen Freunde von niemand Hoodie, der im Video getragen hat und also damals haben die Beef zusammen oder was? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, bei Vega, keine Ahnung. Okay. Kann ich ja nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass Asche bei X-Massaker Feind von jedem. Yes, ja, jedem, oh, es war ein Witz, oder? Der hat also Anspielung, ja. Also ich bin bei anderen Rappern oft raus, muss yeah. ich sagen. Ja, 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 ja. Also kenn ich kaum Hintergrundinformationen. Genau. Lieber Asche. Staffelchecker, Ratchet, No Storyteller, Topseller im Hobbykeller, press ich JD Rockefeller, Records offiziell am Wochenende, locker Tonnen, Flex und Package, weil sie mir GC nach Tage wie Schwarzeller, Black in der Kofferschlepper, Faggot, Shotgun. Also ich, okay, okay, so es gibt viel, also siehst du bei Genius, es gibt viel Interpretation, Ja, sehe ich. Also im Harvey Keller press ich JV Rockefeller Records. Harvey Keller. Ah, okay. Ah, okay, checke. Im Hobby Keller presst er J, also Marihuana. Also. Oh, wie ein J. Ja, ja, ja. Ja, und J bei JC als Rockefeller halt, ne? Ah, geiles Spit. Ja, okay. Ja. Cool. Und offizieller an Wochenende locker Tonnen flexen Packets. Weil sie mehr G's ziehen als Doggy B's Fotzen. What the hell are Doggy B's Fotzen? What does that mean? Doggy B ist eine YouTuberin. Okay. I don't know the YouTubers too well. Okay. Und ab leckender Kofferschlepper Faggot. So. Jemand, der dein your luggage, someone who carries in your luggage. Oh. Und Karate Andy und 257, ach so, ja. Also vom Chronic 3 kenne ich. Hyper 7 das heißt die. Ja. Yeah. Oh, also hier ist auch ganz gut. Ich schieß Karate Andy, also Karate Andy und ich schieß Karate. Und dann zwei Wörter an die 257 hast. So, ah. Eieiei. Das heißt. Ei, ei. Das ist sehr nice. Achso, ja, ja. Und Shotgun-Treffer Hattrick. Hattrick ist halt eben drei Treffer, ne? Also, wie genau. Ei. Ja, weiß der drei. Ja, also wow, sehr komplex. Also, denn ja, 257ers und Genetic. Und das dritte, natürlich gibt Krati Andy, aber ich schieß Karate Andy 257 ist. Ja. Ja, Shotgun Treffer hat. Wow. Ja, sehr gut. Das ist sehr geil. Okay. Cool.
Treffer Hattrick. Ich schieß Karate an die 257ers und Genetik von der Jobbing Center Treppe. Unterm Boss-Sweater ne Gatling, denn hier macht jeder Opfer Rap bei der Prospect Member, kennt den Songs auf Rocker Präsident. Flow, weiter komm her. Die Schwammkarriere ist nur Zeitverschwendung, das hat mir der Ghost, weiter vom Flair. Trip nimmt jeden. Okay, so. Flair Diss. Ghost weiter von Flair. Also hier. Ich weiß nicht, wie der heißt. Motrip? Der meinte mal, das ist eine Zeitverschwendung. Ah ja, Motrip schon. Motrip war ein Ghostwriter von Flair. Kann gut sein, ja. Also, wow. Ja, doch, denke ich schon. Und der meinte mal, wie in einem Interview, das kenne ich sogar, wow, dass Bonds Karriere nur Zeitverschwendung ist und so. Und er meinte jetzt hier, das meinte Ghostwriter von Flair, also als wäre Flair besser, also, ne? Und haben wir etwas von diesen obener Lines gemisst, also verpasst? Denn hier macht jeder Opfer-Rapper, der eine Prospect-Member kennt, in Songs auf Rocker-Präsident. Prospect bezeichnet man einen in der Rangordnung eines Rocker-Clubs. An welcher Stelle stehen es noch nicht? Ja, ist nicht so wichtig. Also, er sagt einfach, bis hier unten steht, dass sie einfach nicht ganz real sind, so quasi. Okay. Maybe somebody would want to dive into that one more, you know, deeper in the comments. Alright, okay, let's go. Die Bitch, der erste Rapper, der mehr Pussy als die Hookschlampe ist. Ich nehm Motrips Home mit zu mir und krieg Blowjobs von ihr, wie ein Coca-Kurier. Die Brille Jochen strippe dich nach Shows auf Klo, du Beach-Rapper. Hancock wird durch die Figur von Joker groß wie Heath Ledger. Der erste. Dein Cock wird durch die Figur von Joker groß wie Heath Ledger. Wo bist du gerade da? Doppeldeutigkeit. Motrip wird durch Jokers erregt. Figur sexuell erregt. Erregt also ist was? Also sexual erected. Sexually aroused, okay. Erection. sexual erection. Jokers. Ein bisschen Joker, ehrlich gesagt nicht. Aber Joker ist ein ganz gut. Ich nehme Motrips Home mit zu mir und krieg Blowjobs von ihr wegen Coca-Kurier. Also nicht so krass, aber Blowjobs, ne? Halt Schwanz wird gelutscht. Oder Blowjobs, Blow ist ja Kokain, halt Blowjobs wie ein Coca-Kurier. Also der Coca-Kurier muss ja Blowjobs, yeah. Slang for Cocaine is Blow. Ich nehme, ja, hol zu mir und krieg Blowjobs. Ah ja, yeah, that's okay. But this against Motrip, because remember too, during this time, Motrip was doing stuff with Kollega, or at least he did, what was that song he did with Kollega? Shit. Oh, Eine von Millionen, right? On that was huge. Das war sehr groß, oder? In Deutschland sah Radio. Das war ein Radio-Hit, yeah. Du bist einer von Millionen, ja. Einer von Millionen. Ja, ich finde es aber, also ich finde es in Ordnung so. Dockenfeuer ist die Summe kleiner Funken, ja. Ja, das ist ein Hooligan-Rap. Ja. Ich springe runter auf die Stadt, diese Millionen Lichter strahlen 100.000 Watt, jeder Punkt 100.000, something like that. Aber das war vom Imperator, ja, das war 2016, ja. 2016. Ja, 16. Ja. Mich persönlich stört die Hook ein bisschen, also auf Dauer. Echt? Gefällt dir nicht? Ja, gefällt mir nicht so. Also, ja, so Motrip war die neue Kumpel vielleicht, kann man sagen, von Kollega und inzwischen diesem Zeitpunkt, der mit Kollega und Motrip zusammengearbeitet haben, war Kollega die Identität von SpongeBob's also gesagt, oder? Rausgeworfen. Ja, also ist 2016 das, meinst du? Nee, also er hat auf jeden Fall
2014 hat er die Identität. Oh, okay. Oder 13 oder 14 auf jeden Fall auf der Bühne mit Macho. Mit Macho war er. Oh, ein So bisschen früher. 2014, 14. Im Interview oder was? Nee, auf der Bühne. Oh, Einfach bei so einem okay. Konzert. Hat einfach so gesagt, wisst ihr eigentlich, wer SpongeBob ist oder so? Und meinte alle so, Kollege, nein, nicht der Überboss. Sondern San Diego. Ja. Ah, okay. Alright. Denn vor Mafia Clan Connection kann kein Panzerglas protecten. Lass die Kampfansagen stecken. Denn mein größter Kampf ist in mir selber, nicht den Hasard anzuwecken. Dein Kiefer gebrochen, Projektile fliegen durch Knochen. Schüsse aus der 44 für das Vier-Auge-Jochen. Rapper fahren die Pablo Escobar-Schiene. Du wirst gejagt durch West-Berlin, es hagelt Heck-Projektile. Also gefällt mir diesem Line, denn mein größter Kampf ist in mir selber, nicht den Ui, so Satan. Hasatan zu wecken. Also die Dämonen, der drin liegt in San Diego, meint er. Das Denke ist schon die mal. gefährliche aus die, also jeder Rapper, der also ihm treffen könnte. Ja. Können. Und hier im Video kann man sehen, oder Salo Sad, also was, wie heißt der? Sad Salasado. Salasado, ja. Yeah. Das ist ein Video, oder? Ich bin gerade nicht da, aber so kurz. Ah, Ja, da, ja, da ist er. ja, Nee, das rechts ist nicht Salazar, das ist ein Cousin von ihm. ja. Oh, okay, natürlich. Auch ein Sado, aber ich weiß nicht genau, wie der heißt. Ich kenne die alle Namen. Das ist ein bisschen rassist, so Von dir? von Glätzen. Also Oh, Okay. der ist ein Ehrenglätzer. Ah, okay, er ist hier mit dem Licht ist auch ein bisschen schlechter gerade, also ist ja gerade Schatten in seinem Gesicht. Aber ist definitiv nicht Zerdasado, sondern ein Okay. anderes Sado. Okay, Habe ich schon öfter gesehen. Katara. So, was für Physik? Nazi, I see Nazi Krakow durch Siebe. Also sagten viele, dass Flüssi ein bisschen Rassist ist. Rassistisch Habe ich noch ist? nie gehört, muss ich sagen, habe ich noch nie Nazi gehört. Krakow? Alter. Also. Mit der Charlie Hebdo-Satire, das kenne ich auf jeden Fall. Das ist halt eben. Aber das ist. Ja, yeah, Charlie Hebdos. Ich habe Das Mord. ist so eine Zeitung, die sind sehr, haben sehr oft schwarze Witze und so. Ah. Und halt eben die Mordmotive. Auch irgendwas antisemitisches, also nicht wirklich antisemitisch, sondern halt so Witze, ne? Aha, ja. Yeah. So wie ein Kollege bei Banger, also bei MP3. Also was die Medien sagen. Wie bitte? Also antisemitisch von Medienperspektive. Ja, Also genau. nicht in die Wirklichkeit. So. Was mit Flizzy, guck wie Code durch Siebe. Bitch, ich hab Mordmotive wie die Charlie Hebdo-Satire. Sandy Slimani, ich schieß Bullets auf deinen Kussmund, du Hurenkind. Und dann kannst du Tutorials machen, wie man Schusswunden zuschminkt. Kein Cover der Juice, keine Kamera-Crews, keine Schwamm-Interviews. Fick auf die Wannabe-Hip-Hop-Reporter, nur einer stand hinter mir, danke an Bruce. Jeder guckt Franzosen, Musik, Videos und Covers. BBM, Krabben, Kokain, Dealer mit Kalasch. Hier werden Patronen von Street G's abgeballert. Nico und Falkschacht, sie sind abstoßende Real Keeper wie Navas. Ich hab ein. Es gibt so viel, also Leute, die ich nicht so wirklich gut kenne, zum Beispiel Roos, natürlich, der ist Interviewer oder Hip-Hop-Reporter. Ja. Aber keine Ahnung, was für eine Rolle er hier spielt. Also anscheinend stand nur er hinter Roost und alle anderen hatten ein Problem mit SpongeBob. Scheint Okay. so. Aber jeder hat ein Problem mit SpongeBob. Offensichtlich. Hier, was mit Sammy Salami ist. Ja, wer ist Sammy Sammy Se Salami. Wer ist das? Sammy Se YouTuber Head Tutorial. Kennst du die Line von Kollegah? Sammy Schminke ist verlaufen, er ruft Eyeliner herbei und schon sprintet Herr Tutorial mit Eyeliner herbei. No. Kennst du? No. Nein, Paranoia? nein, nein. Von welch Lied?
Paranoia, so ein Free-Track 2013. 13? Paranoia? 2013? Ja. Nein. Das war so 800.000 Facebook-Fans oder so. Keine Ahnung, ne? Also, aber wie ist ein YouTuber im... Er ist einfach ein deutscher YouTuber, der ist nur ein... anscheinend... Also ich habe ihn noch nie gesehen, aber okay. Anscheinend so Schmink-Videos und so macht. Schminken? Okay. Cool. Du Hurenkind. Wo? Du Hurenkind. Also. Ich weiß, es ist ein sehr also schlechtes Schimpfwort, aber from the outside, also von draußen, das klingt so, es ist so lustig für mich. Hurenkind. Hurenkind, es ist wie ein Spielzeug von einem Wort für mich. Hurenkind, du Hurenkind. City Ghetto, wir messern dich, du Crackhau. Und dann leiden deine Gliedmassen durch Trennung wie Alessio. Stopp. Du. Alessio, wer ist Alessio? Alessio Lombardi. Oh, okay. Ich kenne nur Pecho Lombardi. Ja, ich kenne auch nur den, aber ich sehe gerade bei Genius ist der Sohn anscheinend. Aber ich kenne nur, also Pecho Lombardi klingt mehr nach Straße aus deinem Shisha Club Playlist. Kennst du Zio? Hash Hash? Habe ich nicht gehört. Oh, okay. Schade. Hier, leiden durch Trennung. Also deine Gliedmaßen leiden durch Trennung. Die Gliedmaßen werden abgetrennt. Wie? Oder durch Trennung leiden wie Alessio, weil anscheinend seine Eltern, also Pietro Lombardi und die Frau haben sich anscheinend getrennt, so, ne? Wait, warte. You said... Also die Gliedmaßen abgetrennt, leiden durch Trennung oder durch Trennung leiden im Sinne von die Eltern haben sich getrennt. The parents broke up. Okay, divorce, ja. Yeah. Und jetzt kommt der Kollege des. Okay. Und das ist sehr, sehr lang. Kann ich sehen. Der Kollege des oder wie? Kollege des, ja. Okay, so. Los geht's. Du traust dich nicht, wie mein. Okay, let's go. Du traust dich nicht, wie Briefen, mich richtig anzuschieben. Okay, so das ist sicher San Diego. Safe San Diego. Ja, 100%. San Diego, nicht in SpongeBob Stimme. Ich glaube, da im Video kommt auch jetzt gar nicht mehr SpongeBob. Soweit ich weiß. Bin mir auch nicht ganz sicher. Aha. Ich glaube, jetzt ist da fast nur San Diego zu sehen. Weil das Payback für San Diego heißt. Was ja. Ist San Diego? Ja, gegen Kollege. Dann leiden deine Gliedmaßen durch Trennung wie Alessio. Du traust dich nicht, den Mann zu beefen, mich richtig anzuschießen. Deshalb habt ihr wie Bitches zusammen Hidden Up geschrieben. Und erzähl das den Fans, kein ehemaligen Bruder, der Schemata und Strukturen schon seit 10 Jahren kennt. Trau dich Distrack gegen Distrack, für den Shit will ich draufgehen. Boss Aura 2, du kannst es nicht mit mir aufnehmen, du hast... Ja. Also... War ziemlich viel. Ja, bisschen ironisch, ne? Boss Aura 2 ist jetzt ein hoch Möglichkeit. Ja. Aber also, wir gehen zurück zum ersten Line, oder? Ja, genau. Willst du erklären? Also Hit'em Up? Also gab es einen Diss-Track von Hit'em Up, also wenn man das Diss-Track vielleicht bezeichnen kann, das ist so schlecht, also so kacke, das ist von John Webber. Wer ist John Webber? Der war ein Rapper? Alter Kollege von San Diego, mit dem hat der ewig lange gechillt. 2011, soweit ich weiß, nee, 2009 hat er mit ihm zusammen ein Album gebracht und er hat für ihn alles gemacht. Und er selber ist wirklich ein richtig schlechter Rapper, hat übelst die Flowfilter geschoben, alles. Und jetzt sagt er hier, dass ihr wie Bitches zusammen Hit'em abgeschrieben habt, also den Diss-Track. Und entweder bedeutet das, also entweder ist es eine Scheißline von San Diego, weil
Kollege eigentlich nicht so schlecht ist, um den Track zu schreiben, weil der Track wirklich extrem schlecht ist. Oder er will damit sagen, dass das Kollege so schlecht ist, dass er halt eben diesen Track geschrieben hat, aber. Okay, ich verstehe so sowieso. Okay, also Son Diego sagt, dass Kollege mit dem Track Hit 'em Up also teilgenommen hat. Genau, dass er da geholfen hat, also im Hintergrund. Ja. Und Und das war der Grund, warum es so scheiße ist. ja. Das war 2016, 17, denke ich. Okay. Und aber das ist nicht der Grund. Nicht der Grund, nee. Okay. Okay, und erzählt das den Fans, keinem ehemaligen Bruder. Ja, Ehemaligen das geht Bruder. wieder gleich. Ja. Ich meine, die Strukturen schon zu Ja. sehen. Bossaura 2, du kannst es nicht mit mir aufnehmen. Und das. Verstehst du? Nein, auf Genius sagt, das ist ein zweierlei Bedeutung. Ja, also einmal, soll ich erklären? Bossaura 2. Also einmal Diss-Track gegen Diss-Track. So, du kannst es nicht mit mir aufnehmen. Also er hat keine Chance gegen San Diego, also Kollege hat keine Chance gegen ihn, er kann es nicht mit ihm aufnehmen. Ah, okay. Verstehst du? Oder Yes. Boss Aura 2, du kannst es nicht mit mir aufnehmen, du kannst es Also nicht recorden. zusammen machen. Ja. Ah, okay. Cool. Aufnehmen. Ja, es gibt zu viele Wörter auf Deutsch, ne? Zu viele Bedeutungen. Das ist gut für Rapper. Alright, let's go. Also bring es zu Ende. Doch du hast keine Cojones. Euer King ist Legende. Street Cinema Check. 18 Minuten Check. Karotten Story Check. Tag treffen. Weite Figur plus Sixpack. Wow. Kollege macht 18 Minuten Diss-Track für 13 Minuten Impact. Und denk. Okay, okay, so ich check nicht. Von dem Okay, 80 Minuten Diss-Track, von welchem Fanpost? Okay, also erst fängt er an mit Street Cinema Check und so weiter. Das sind alles Anspielungen an den ersten Teil von Fanpost. Vielleicht hat das auch einen zweiten Teil gemacht, hat den zweiten Teil nie gehört. Letztes Mal haben wir Fanpost zusammen mit jemand anderem analysiert, ne? Und da hat Kollege Genau. eben das gebracht, ne? Frank White Check, Hundesohn Check und so Ja, weiter. ja. Und genau das hier, nur bei Taktreffen, sagt er Ah. nicht Check, weil Kollege also laut Fact-checked, ihm yeah, fact-checked. nicht den Takt trifft. Und dann breite Figur bis Sixpack. Wow, Kollege macht 18 Minuten Diss-Track für 13 Minuten Impact. Das liegt daran, dass also Fanpost 2 geht 18 Minuten lang, aber Flair hat es, soweit ich weiß, nach 13 Minuten runtergenommen. Also kam der ganze Diss-Track gar nicht richtig an. Deswegen nur 13 Minuten Impact. Also es ist ja, okay. Breite Figur plus Sixpack, wow. Street Cinema, check, ja. Yeah. Karotten Frank. Story Check. Ja, Karotten Story, check. Tag treffen, ja. Yeah. Sehr nice, sehr nice. Was Son Diego hier gemacht hat. Ja. Ja, ist eine gute Anspielung. So. Bitte nicht, du hast in dem Battle eine Chance. Dicker Flizzy hat den Beef mit einer Sperrung gewonnen. Eine Sperrung? Oh, also das Video. Sperrung, wegen was? Das Video ist Ja, Fanpost 2 wurde von Flair gesperrt. gelöscht. Ah, Nach okay. 13 Minuten, deswegen nur 13 Minuten Impact. Oh. Also, ey, also in die ersten 30 Minuten, sagst du? Von Upload-Zeit? Oder nein? Also der Track geht 18 Minuten, Ja, Fanpost 2, ja. aber Flair hat nach 13 Minuten bereits gesperrt. Ja. Und deswegen hat das eben nur 13 Minuten Impact. Also es kam nicht ganz an. Ja. Ah, okay. Das hat er So. quasi schon geschaut, San Diego. Ja. Herausgesperrt. I would say that this to take it down is kind of like a bitch move, though. Ja, würde ich auch In sagen, das ist my halt. opinion. Ja, Yeah. Whatever.
langsam stirbt, weil selbst ein Flair heutzutage besser den Vibe transportiert. Du machst Lauten in ganz Deutschland, große Flair ist Zerstörung. Also, sorry. Aber Vibe transportiert. Ne? Das ist eine Anspielung an Zuhälter-Tape. Wie, also, der Zuhälter-Image, das Kollege beigebracht hat. Meinst du? Vibe, ne? Vibe transportiert. Das ist ein Wordplay. Und ja, ich hätte auf jeden Fall, also hier wegen Flair. Flair bringt besser einen Vibe rüber. Und das hat eben so ein Album, was er mal gebracht hat. Genau. Das heißt Vibe. Aber Vibe auf Deutsch auch. Also Vibe für Frauen. Für Frauen, ne? Vibe heißt, es ist für Frauen. Auch genannt, oder? Ach so, ja. Ja, ja. Vibe nee, transportiert. Ziemlich sicherlich. Nee, also. Das wär was Neues. So, das davon habe ich nie gehört. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, hier ist nicht der Fall. Aber in Genius nicht, aber. Aber der. Ja, Vibe also, transportieren, das ist Pimping. Das ist Zuhälter-Shit. Ne? Aber warum? Ja, wohl. Das ist echt was. Ist ein bisschen, vielleicht ja. Verpasst im Genius. Yeah. Ja, kann echt gut sein. Ja. Alter, was bringt das? Komm. Hallo, geht's noch, Deutschland? Alright. Weiter dann. Aber Tristan sagt, wie bei Herzrhythmusstörung, lass den Rap-Battle-Shit, mach den weltmännischen Pelzmäntel-Shit. Denn du fickst dich doch nur selbst, wenn du disst. Ein 31-jähriger, Scheine zählender Breitling-Träger. Doch Talent kann man nicht kaufen, du hast Timing-Fehler, peinlich. Würde ich auch genauso sagen, wie gut der Flow. Ein 31-jähriger Scheine zählender Beiträgenträger. Doch Talent kann man nicht kaufen, du hast Timing-Fehler. Wegen dem Watch, Timing-Fehler wegen dem Watch, aber Timing mit dem Rap-Skills, Rap-technisch, aber... Ja, genau. Komm schon, Kollege, es ist auch sehr krass mit Timing und Flow. Also das, aber vielleicht von diesem hohe Perspektiven von einem Rap-Game, keine Ahnung, kann ich die Fehler nicht sehen. Weißt du? Aber ich muss sagen, Kollege hat quasi keine Schwäche. Aber wenn man sagt, er hat eine Schwäche, dann ist es eher sein Flow. Also ist keine Schwäche, finde ich. Aber yeah. Also man kann nicht sagen, dass er textlich schlecht ist. So, er ist besser als jeder andere zu 100% und so. Und dann kann man sagen, ja, Flow gibt es vielleicht bessere, zum Beispiel San Diego. Und das ist seine einzige Schwäche in Anführungszeichen. So, eigentlich hat er keine. Hm. Ja, stimmt. Also, ja, von Rapping. Das ist fast kein... Es ist, ja, fast perfekt. Also hier, davor die Zeile mit der Flair der Zerstörung, siehst du? Mhm. Nach Vibe transportiert. Die Zeile. Ja. Du magst. Das ist eine sehr gute Zeile. Ja. Nämlich, du triffst nicht den Takt. Also, Kollege trifft nicht den Takt, hat Flowfehler. Oder trifft nicht den Takt wie bei Herzrhythmusstörung. Weil, also bei einer Herzrhythmusstörung ist. Oh, ja. Yeah. Halt das Herz, ne, das schlägt nicht im Rhythmus. Quasi, also trifft auch nicht. Genau, ja. Yeah. Fucking in English. What is it? Heart. Heartbeat arrhythmia, I think we call it. Heart arrhythmia. Aortic arrhythmia. It just, yeah, it means your heart is not beating to like a steady, consistent pace. Wie bei, yeah, that's so sick. Aber triffst da nicht den Takt. So like, Takt heißt Fact, oder? Takt ist den Rapper. Just text the word. Ja. Yeah. Takt. Oh, nee. I think I'm confusing it with Tat. Der Tat, ne? Tatsache. Tat und Takt. Takt. I gotta Google this one. Takt is... Wait a second. Takt. Takt ist halt Beat quasi, ne? Wait. Ja. Taktzeit, yeah, measure, cycle, or pulse. Time, depending on which source you read.
Takt time refers to amount of time a manufacturer has per. Okay. Yeah, so it means this the it means time, right? Or beat or rhythm. Ja klar, Yeah. das ist Takt. Cool. Du magst lauten, Dinge, ganz so eine große Fläche, das ist schon, aber triffst dann nicht den Takt wie bei Head. Yeah, okay. You can't get on beat, you can't get on rhythm. Genau. Aber hier liegt Lasten Rabe, Ra, sorry, Rap Battle Shit macht den weltmännischen Pelzmäntel Shit. So ich das doch. Genau. Aber was sagt er das? Das ist nicht so besonders. Das ist Also er sagt einfach, nicht er so soll wichtig, oder? aufhören, Rap-Battle zu machen, weil er es ja angeblich eh nicht kann Mm. und dass er lieber einfach einen Zuhälter machen soll. Also der ist nicht in seinem Element, Ja, Kollege, quasi, in ja. Rap Battle Shit. Der gehört in Zuhälter Shit. Ah, okay. Show. Hallo Deutschland, erster Hip-Hop-Act mit Platin ohne Flow. 80 Mille in dem Video, doch die Silbe nicht im Beat. Teure Produktion kaschieren billige Musik. Und von Single zu. Was? Teure Produktionen kaschieren billige Musik. Hast du Also, hast du Kollege. Stopp gesagt? Ja, ich habe Stopp Okay, gesagt. okay, okay. Also, Kollege meinte mal, er macht nur 80.000 Euro Videos. Aha. Also, seit, keine Ahnung, seit King oder so, ich weiß nicht mehr genau, seit wann. Und das ist Und sehr dass halt teuer, eben ne? die, ja, dass die Videos halt die billige Musik, Anführungszeichen billig, kaschieren sollen. Also das Ah. ist übertönt. Und deswegen hat er als Antwort darauf in Legacy am Ende nur mit der Handykamera gefilmt. Und Okay, zwar mehr. und oh, das meintest du. Das Ja. Legacy war, ja, war deine Antwort zu diesem Line, Genau. dass der bessere Musik machen könnte ohne diesen teuren Produktion. Ja, Genau. also mit Legacy. Also Legacy war auf dem also iPhone oder Handycam gedreht. Ja. Ja, das Also was. nur die Antwort auf San Diego, ne? Davor nicht. Okay. Ja, genau. Okay, geil. Das wusste ich nicht. Zu Single verlierst du Status als Rapper, denn musikalisch war sogar der Typ vom Babobus besser. Mach den Ton frei, du Blender. Du warst mal ein so nicer Texter, doch am Mikrofon bleibst du schlechter. Heute wärst du als Ghostwriter besser. Scoute lieber nach Newcomern bei der Bahnhofsmission, denn deine Lyrics waren routinierter von Macho geflowt. Stichelst. Scoute lieber nach Newcomer bei der Bahnhofsmission. Also, San Diego wirft Kollege weiterhin ein schlechtes Tag. Gefühl vor, so wirft der Kollege zu meinem Ghostwriter. Was? Für Majo? Zum anderen, dass eben dieser Hilfe vom Kollege zu finden. Also, kannst du das besser erklären? Also. Ich weiß ja nicht genau, was die Bahnhofsmission sein soll, Ja. aber ich weiß nur, dass, also ich bin mir ziemlich sicher, dass Kollege schon oft was für Majo geschrieben hat damals. Ich. Und dass Majo angeblich jetzt besser flowen soll als Kollege. Das sagt er einfach damit. Also, ich glaube, der sagt einfach, dass im Bahnhof, wenn man einen Bahnhof sucht, kann man besser Newcomer mit besseren Rap-technisch oder Schreibenfähigkeiten aus Kollege finden kann. Also, sagt. Das kann auch so gut, ja, das kann gut sein. Vielleicht, vielleicht, aber. Lieber nach. Scoute lieber nach. Ja, Scoute lieber. Also, he would rather look for newcomers in like the Bahnhof in the train than because your lyrics are they were routine waren routinierte oh rooted right or ist also Und Routine. routinely flowed from Majo so Ja. he's saying because he was writing for Majo. Ja. Wait, I don't understand. Warum ist das so schlecht? Oder so schlimm? Dass er schreibt für Majo? Nee, ist nicht schlimm. Also ich finde nicht, dass es schlimm ist, dass er für Majo schreibt. Er meint nur, dass Kollega so schlecht flowt, dass er lieber Majo das Oh. Rappen lassen soll und er soll lieber einfach Texte schreiben. Ah, okay. Und Majo ist nicht für deinen Flow genannt. Oder, also. Bekannt, ne? Ach so, Vielleicht. das kann gut sein. Was ist das zu tief? Vielleicht ist das zu tief. Ja. Okay.
besser als mit Projekten und dir die Stirn biete. We say it fresh auf Backstage-Toiletten. Und was für Hutstraßen, Felix. Okay, was? We say it fresh? Die frechste Kanaken auf ganz Deutschland? Hat der say it gesagt? Ja, hat er. Das ist say it. Nein, also, und dir die Stirn biete, wie Stirn bieten. Was? Auf Backstage-Toilette. Stirn? Soll ich erklären? Die Stirn, das heißt, er stellt sich gegen ihn und wehrt sich. Stirn, was ist Stirn? Der Vorhead. Wait. Okay. Also, ich kann dann kurz erklären. 2011 gab es der Boss Aura halt eben Streit, also nachdem halt das Projekt fertig war, halt ob San Diego bezahlt wird oder nicht. Und er lässt sich nicht abziehen und bietet die Stirn, also wehrt sich. Biete, also to give your forehead. To offer. Ich kenn die Redewendung nicht. To offer your forehead. Stirn bieten, right? To offer your forehead, or to give like head. To give like oral sex, right? Ja, das ist die zweite Bedeutung. Ja, yeah, genau. Und Say It Fresh gibt halt eben Stirn halt, also beim Blowjob. Ja, yeah. To get on the label. Ja. Ah, ja, okay. Okay. Was für Schusswaffen, was maximal ein Fetisch für dein Lustknaben, Say It. Machtwechsel, Mois. Sorry, I'm gonna go back, just real quick. Bitte, wie say it fresh auf Backstage-Toilette. Und was für Hutstraßen, Felix. Was für Schusswaffen-Fetisch. Du hast maximal ein Fetisch für dein Lustknaben. Say it, Machtwechsel, Mois. Du dachtest, du machst es mit einem krass schlechten, schwach und enttäuschenden Album des Transgender-Boys. Aber es hat was für... Oh, man. Ja, du dachtest, du machst es mit einem krass schlechten, schwach und enttäuschenden Album des Transgender-Boys. Das Album wird auf verschiedenen Internetplattformen sehr negativ bewertet. Echt? Der Angle mit der AK war das nicht so gut received? Well received? Ich hätte das Album nie gehört. Ich habe nur Schlangen gehört. Ja, auch. Ich auch. MP5? Ja, genau. Ja. Also nur die Singles so. Ja, genau. Füße die Schlangen nacken wie Medusa. Medusa. Ja. Der Boss ist wie ein Igel. Wenn fällt sie in den Rücken, kriegst du Stiche. Sehr nice. Und das war auch mit Farid. Genau. Ja. Verkäufe. Es ist höchstens Say It in Stilettos, wenn bei Alpha was mit Absätzen läuft. Boss aus... Diese Say It Lines, dass er Transgender ist. Checkst du die Line? Was? Check ich was, denn... Es ist höchstens... Die Line mit den Absätzen. Absetzen? Nein. Verstehst du nicht? Nein. Absetzen. Also was für Plattenverkäufe, also mit Absetzen. Absatz ist, wenn man Geld verdient. Aha. Und ja. Mit Say It verdient er höchstens, also ja. Mit Say It läuft es höchstens mit den Absätzen. In also Stilettos. Wenn er mit, ja. Ja, als Prostitute, ja. Ja. Oder Transgender Prostitute, ja. Ah, okay. Funny. Du, jeder hat's einmal verdient. Entleer das AK-Magazin auf dein Ja-Sager-Team. Kollege, das Track, jede Bucket sofort. Ich zerlege den Mac wie der Gravis-Support. Apropos Kamau mit 12, was war denn 2000? Also Gravis, kenne ich nicht. Es ist ein Technology Repair Shop. Mac zerlegen. Zweideutigkeit von Mac zerlegen. Kollege stellt sich auf dem Mac. Ja, yeah, der Mac. He's a big boss. Ein MacBook. Okay. Okay, they just repair. Okay. Genau. Ja, yeah, nicht so crazy. 2011, Polacke hat ein Dreser, kommt vorbei im Bordell. Auf engstem Raum mit Schwänzen, nackte Körper, Jacuzzi. Besser coming out mit 12 als im Whirlpool mit Tuni. Er nimmt Bäder mit Rules. Zwar kein Billardzocker, doch mit Schlägern im Pool. Kollege ist schwul. Wie kann er dann... Okay, so now we're talking about coming out. Cool. So, Acropos? Oh my god, das ist so viel Information.
Ich kann es, glaube ich, kurz zusammenfassen. Ja, sagt mal. Also 2011 gab es einen Videodreh, da war er mit ganz vielen Männern in einem Pool, okay, auch mit zwei Hosts, aber es waren fast nur Männer. Und er wirft jetzt hier Kollega vor, dass er schwul sei. Also, das ist irgendwie ein bisschen unrealistisch, aber okay. Okay, ja. Ja. Und ja, das ist einfach, das war 2011, dann hast du das und das gemacht, und so weiter mit Bädern, mit Bädern, mit Hus und so weiter, mhm, dass Kollega schwul sei. Ah, okay. Der Heuchler verstellt sich in Interviews wie die Kameraperspektive. Machst auf Mac in dem Business und verblendest die Kids mit einer scheiß Kanadier-Show wie Terrence und Philipp. Dann ist der Schwamm aufgetaucht. Für das, was ich mit einem Tape geschafft hab, hast du fast 10 Jahre Anlauf gebraucht. Kollege hat mich nie in meinem Rap-Style bereichert. Und was Idol, wir haben einfach beide Tech-Nine gefeiert. Wrong Turn. Okay, so. Auch nicht so besonders. Doch, war ziemlich gut. Ja. Wait, also. Doch, waren ziemlich viel Wissen, man muss da rennen. Okay. Also, sich verstellen, also lass die Kanada-Märchen Schiene und aha, so weiter. Ja. Er verstellt sich angeblich, also dass er sagt, er wäre Kanada-German und so weiter. Also, ja. Ne, er verstellt sich, oder wie in Interviews, also er verstellt sich in Interviews, ja, wie die Kameras-Perspektive, weil die switcht ja mal die Perspective of the camera. Es ist always switching, right? Always changing. Ja. Und er macht halt auf Mac in a Business, aber es ist halt nur eine scheiß Kanadier-Show. Also stimmt nicht, dass er Kanadier ist. Also sagt ja. Diego. So wie Terrence und Philip, das ist eine kanadische Show. Oh, yeah. Bei, okay. Und danach, dann ist der Schwamm aufgetaucht, also 2013, 14 so. Mhm. Das, was er mit einem Tape geschafft hat, dafür hat Kollege fast 10 Jahre Anlauf gebraucht. Kollege hat ja sehr lange gebraucht, bis er erfolgreich wurde, und er hat das mit einem Tape geschafft. Okay. Ja. Oh, okay. Darauf hat er sich später auch nochmal in Legacy bezogen, der Kollege. Und nochmal zurückgeht, das war ganz gut. Okay, ich lese ganz kurz die Lines in Genius, the Interpretations. Interesting. Ja. Und got it. Wieso Statusstricher? Ich schneid Kollegas Kopf ab, kanadische Bar Mitzwa. Felix erzählt nichts als Lügen. Du warst höchstens mal im Push-Up, bist durchs Vermarkten von Trainingsanzügen. Und sobald er paar Kokain-Nasen zieht, wird er zu einer von Drogen labernem Flow, schwachen Parodie der Bone Tax in Harmony. Tag 9, Buster. Wow, okay, so, Statusstricher, ich schneid Kollegas Kopf ab, kanadische Bar Mitzwa. So, more kanadischen Film-References. Also Wrong Turn, das sollen angeblich mal Köpfe abgeschnitten werden. Ich habe nie gesehen, keine Ahnung. Nein, ich auch. Und es ist, ja, du warst höchstens mal im Push-Up-Biz durch Vermarkten von Trainingsanzügen. Also, der sagt, dass das the most he's been in drug dealing is just with the clothes that he sells. He's also calling, er sagt, dass sein Lügner aus. Er sagt, dass Kollege ja nicht real ist, dass yeah, er nie Drogen gepusht hat, also gedealt hat, mhm, sondern er nur im Pusher-Biss war, halt eben wegen den Trainingsanzügen mit Jopik und so weiter, ne? Und das, ja, Pusher Apparel, ja. Und so war der Park. Kokain-Nasen zieht, für der Drogen-Labern-Flow, schwachen Parodie der Bone Thugs in Harmony. Okay, alten... Der ist voll der gute Reim. Flow, schwachen Parodie, Bone Thugs in Harmony. Ah, ja, stimmt. Kokain-Nasen zieht, Flow, schwachen Parodie, Bone Thugs in Harmony. Voll gut, Alter. Ja, sehr krass. Okay. Times Twist, heute ist überall und machst auf Westside. Double Times Bitter, zerfetzt die Rap-Industrie.
wie die aus dem Englischen. Texte übersetzen, der schlechte Cameron-Kopie. Mach nicht auf Businessman, Kollege. Du verpickelter Brillenträger, vertickst kein Vader. Du bist nur ein Dipset-Fan, Kollege. Sagst, du bist Zuhälter-Rapper wie Jewel Santana. Doch du bist Felix Blume außerhalb vom Studio-Keller. Hol dir eine Schutzweste, Eieiei, sagst du, du bist Zuhälter-Rapper wie Drew Santana, doch du bist Felix Boomer außerhalb vom Studio-Keller. Diplomat, Dipset. Okay. Weiter? Bist du noch, genau. Bist du noch da? Okay. Ah ja, ich warte darauf, dass du irgendwas sagst und dann. Ich wollte nur die Lines checken. Ja genau, ich will nicht über reinreden. Du machst kein Hood-Cash mit Knollen, Bitch, du machst höchstens Cash mit Puder als Sekt plus Testimonial. Komm mit Araber Mafia mit Klacks, es hagelt Dollar, mein Schatz. Wenn du halb kanadischer Allmann, Spaß wie dein Bodyguard auf Pascha machst. Das Gesicht einer blonden Bitch, den Schminkkoffer im Griff. Ey, Kollege, färbt den Bart wie der Simpsons-Kolorist. Stimm die Mucki-Bude mit Gun und dann kusch die Hure aus Angst. Denn die Boss-Transformation macht keine Pussy zu nem Schwanz. Okay, so... Weiter, ja, der Schuss gegen Boss-Transformation, was er sehr Kritik bekommen hatten, also seit dem Anfang des Movements, oder? Kollege, das ist sehr kontroversiell. Ja, oder? Das ist. Also, ich habe eigentlich immer fast nur Positives gehört. Ich weiß nicht. Oh, okay. Vielleicht vom Rapper, meine ich. Kann gut sein, ja. Aber davor hier, du machst höchstens Cash mit Puder als Sekt Plus Testimonial. Kennst du Sekt Plus, ja, ne? Die Marke? Plus Sekt, ja. Sekt Plus. Ja, und Puder statt Kokain macht der Puder mit quasi Proteinpulver, ne? Mhm. Und wenn du da danach die Zeile, wenn du wie dein Bodyguard auf Pascha machst, also auf Pascha, Pascha war sein Bodyguard, so hieß er. Jetzt nicht mehr, die haben sich mal getrennt. Wir wollten nämlich Kollege abziehen, 2019, soweit ich weiß. Mhm. Und auf Pascha machen ist, Pascha ist quasi wie ein Boss, also ein Titel als Boss, dass Kollege einen auf Boss macht und Bodyguard und Kollege ist immer Pascha. Ne? Oh, okay. Ah. Ich dachte, Pascha war auch, Bordell. Sein Pascha. Ich hab nie gehört. Echt? Ich dachte, das Pascha war ein Stripclub. Ah, nein, nicht ein Stripclub, ein also Whorehouse. Hab ich wirklich noch nie gehört, weiß nicht. Oh, wow, okay. Der blende Schwinger, okay. Straßen versteckt und erst nachdem der Goldene kam in Sportwagen gesetzt und stolz sein Vornamen gerappt. Was macht der Cockknabe auf Mac? Du fährst Turbo, Set Turbo, 10 Jahre rappen für den Porsche eines Hugo Betrugo. Schaut ein Stiegel doch in Düsseldorfer Ghetto gelebt. Am Ende der Projekte netto 60 Cent pro CD. Erfolg macht dich nicht zu nem Mann, wenn du dich jahrelang verbiegst, wenn das Gesicht von einer Bitch sich in dem Platinplatten spiegelt. Was für Ehrenmann mit. Wenn das Gesicht von einer Bitch. Sich in den Plattenspiegel. Da hat mal Kollege geantwortet. Siehst du, glaube ich, bei Genius gerade. Ja, ja. Hat er die gepostet, da meinte er so, ja, okay, da hat Sunny mal recht gehabt mit einer Zeile. Und zwar, dass sich eine Bitch in den Platten spiegelt. Also halt die Bitch von da Kollege am Bild, ne? Das ist ja gut. okay, that's funny. And Kollege was like, yeah, good one, man. That was the best one. Maybe. One of the better lines here.
Milliarden mit Spenden, ein paar Mille investiert, in dein Image investiert und mit King Triple kassiert. Das Business floriert, Krieg in Nahostgebieten, während mehrere Millionen auf deinen Privatkonten liegen. Du nimmst dir selten Zeit, Fans und Supporter zu treffen, zu sehr beschäftigt, deine scheiß Echo Awards anzulächeln. Alles fake, das sieht man daran, wie die Nummer verpackt ist. Die Platte ist Platin, doch alles drumherum Plastik. Die Platte ist Platin, doch alles drumherum Plastik. Was kann das sein? Oh, okay, wegen deinem Status, Superstar-Status, ist der nicht real geblieben? Ja, genau. Ja, okay. Okay. Oh, die nächste Zeit ist lustig. Kein Wohltäter, kein Kronträger, doch eine Frage, wieso reimt sich Kollege auf Flowfehler? Jeder Okay, ja. Ja. Da gab es ja auch eine Antwort von, Kollege drauf in Legacy. Hat das mit San Diegos Namen gemacht. Und was war das? San Diego reimt sich mit was? Nee, warum reimt sich Dimitri Spackhoff, also ist ein bürgerlicher Name. Dimitri Spackhoff, Glied-tief im Arschloch. Was? Glied-tief in was? Glied-tief im Arschloch? Warum reimt sich Dimitri Spackhoff auf Glied-tief im Arschloch? Also Glied ist Schwanz. Glied-tief im Arschloch. Ist ebenso besser. Ja, eigentlich noch besser als Kollege. Ja, genau. Es ist sehr, definitiv besser. Ja, wie kommt man darauf? Ah, es freut mich für den Legacy. Ich freue mich für den Legacy-Analysung. Ja. Also mit diesem Meisterwerk mit Kontext im Hintergrund kann das Legacy-Analysung-Video ganz, ganz, ganz gut sein. Ja. So. Jeder leckt deinen Arsch, so, dass du leider nicht erkennst. Leck deinen Arsch, du leider nicht erkennst. Das ist alles GFK, keiner feiert dich als Mensch. Für mich waren wir Brüder bis dato. Doch dann erfahre ich, du sagst Wunsch, was ist San Diego auf der Bühne mit Majo? Gib dir lyrisches K.O., ein psychisches und physisches K.O. Wie beim Berlin-Auftritt die Typen von Agro. Bis heute seit Tag 1 geschwiegen, ich hab dir damals meine Lage beschrieben. Du hattest Jahre, um es gerade zu biegen. Ich hab keinen Cent verdient, du machtest einen Haufen Geld. Bitch, ich schreibe diesen Diss-Track schon seit 2011. Also hier ist das soll ich sagen, Herz des Beefs, ne? von San Diego, dass er nicht dieselbe Belohnung so bekommt hat von Boss Ara. Ne? Ja. Und dass er San Diego, also der rappt hier von Charakter, ne? Das ist alles GFK, keiner feiert dich als Mensch. Also der bringt den Charakter zu fragen, zum Beispiel wie Kollege so nicht wirklich loyal ist wegen diesem Bossara-Scheiß. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was GFK bedeutet. Also hier steht, dass GFK ja Gesellschaft für Konsumforschung. Ich könnte denken, dass es einfach irgendwas. Ja, das sagt man. Dass alles wirklich nur auf Papier ist, so dass alle, dass er so erfolgreich ist und so, aber keiner ihn wirklich als Person mag, sondern nur wegen seinem Erfolg oder so. Ja. Ich bin ein bisschen lächerlich, wenn er sagt. Ich gebe den physisches K.O. San Diego gegen Kollege. Wer gewinnt? 1-1. Die Typen vom Agro. Weil so. Ein physisch. Gib dir ein lösch. Ach, fuck. Lösches K.O. Ein physisches. Physisches. Was? Auf Süsch. Gibt ja. Süßes Grau, wie beim Berlin-Auftritt, die Typen von Agro. Ja. Mittelfinger hoch.
Das ist halt Deutschland, so, mein Gott, sag, oh mein Gott, okay. Ja, kenne ich. Du hast von meinem Teller gegessen und auf die Reste gespuckt. Ich gab den Tune, den du suchtest. Ich gab mein Blut in der Booth. Wieso redest du vom Business Moves im Juice Interview? Wir waren nicht mehr connected seit Jahren. Deshalb musste Selfmade Elvi mich fragen, dass ich dir helfe zu charten. Du hast bei mir gewohnt, fast ein Jahr für die Platte gebraucht. Doch dann ging die Hälfte vom Albumverkauf für Anwälte drauf. Die andere Hälfte an Stars, nicht mehr melden, das war's. Deal ist Deal, ich wollte einfach nur mein Geld plus Vertrag. Bei einem Und also so weit reden über den den Ding mit wie der ja yeah, wie der so viel geholfen hat mit Bossaro und nicht so viel Geld oder nicht die gerechte Menge von Geld verdient hat. Ja, genau. Blablabla, doch das fiel dir leichter aus 2006 das Mike auf dem Splash. Kennst du? Nein. Splash? Was? Concert? Kollegas erster Auftritt Aha. war 2006. Okay. Und er wurde extremst ausgebuht. Oh, ja? Yeah? Mike falsch gehalten hat. Und das war sein allererster Auftritt. Und ja, der hat da Mike falsch gehalten. Alle haben ihn ausgebuht. Alle Heads im Game. Oh. Ein Kollege hat in Das ist Alpha geschrieben, ein Buch, dass er dadurch dann noch viel motivierter war. Ja. Und dann ist danach in andere Länder gereist, hat da Auftritte gemacht, damit er beim nächsten Mal halt umso besser ist. Ja, genau, wieder diese Niederlagen. Ja, kann. Auch ein Baum braucht ein paar Niederschläge zum Wachsen, oder? Immer noch King. Ja, vergoldene Zähne. Aber halt, also, nein, was? Vergoldene Zähne. An der Hals der Kette. Der MP5 versteckt da drinnen wie ein Alkohol-Häftling. Was sagt der? Alcatraz-Häftling. Ja, ja. Alright, los geht's weiter. Wir sind fast fertig. 2 Stunden noch? Nur 2 Stunden? Das war zu leicht. Checkst du das Time? Checkst du die Zeit? Ich check nicht die Zeit, ne? Wir haben 2 Stunden auf diesen scheiß Track gearbeitet. Warte, nee, haben wir nicht, oder? Ja. Ein bisschen weniger. Also guck mal, ich habe geschrieben um 15.20 Uhr habe ich K geschrieben, also okay. Also jetzt haben wir 1,5 Stunden. Ah, ja, okay, du hast recht. Okay, ja, okay. Vielleicht war ich ein bisschen dramatisch. Aber, let's go. Was, sorry, what? Nee, ist nicht wie. Okay, gut. Projekt halt mal das Cash allein aus Display, doch das fiel dir leichter als 2006, das Mike auf dem Splash. Ich war jung, hab getextet, hunderte, hunderte Nächte. Elvi hat die Unterschrift gesetzt, du hast die Nummer gewechselt. Ich hab mit Umsatz gerechnet, denn als wir Songs recorded hatten, hat meine Mom für dich gekocht und deine Boxershorts gewaschen. Wie viele Jahre musst du... Also stimmt das, ne? Die waren fast Brüder. Ja, die waren, also, die waren ja wieder quasi. Ja, in dieselbe Haus also geschlafen mit seinem der Mutter von San Diego und... Ja. Ja. Und er hat diesen Bitch-Move gemacht. Wegen Geld, ja. Ich Bitch-Move von dir, Cocksauger, dulden. Eine Stunde Payback für die Bossaurer-Schulden. Du schluckst meinen Tech-Lauf. Kollege, wenn du nicht mit deinem Arsch bezahlen kannst, stell mit deinem Mund kein Check aus. Was willst du machen, Felix? Wo hat der Schwamm eine Schwäche? SpongeBoss ist San Diego gegen 10 Jahre Angriffsfläche. Wen willst du ficken? 10 Jahre Karriere, Affären, Verträge, dein Leben. Ich hab Insider-Wissen vor dem... Okay, checkst du, also gibt's was, das erklärungswert ist? Ja, geht's. Also er sagt einfach, dass SpongeBoss ist San Diego, das war seine einzige Schwäche quasi. Also jeder hat ja damals früher gesagt, sich gefragt, wer SpongeBoss ist und so weiter. Mhm. Und dann kam raus San Diego. Okay, mehr auch nicht, ne? Und bei Kollega, also San Diego war ja im Hintergrund und hat alles mitbekommen, hat ganz viele Informationen und sagt jetzt einfach, dass er ganz viel über Kollega weiß und so weiter. Und dann kommen jetzt schon die nächsten Zeilen. Okay. Beef kann dich kein Welt
Rekord und Rap Award beschützen. Keine Nominierung, diesmal kommen die Echos von den Schützen. Mach die Verleihung mit der Clique zu einer Drive-By-Kulisse. Die letzten Auszeichnungen werden deine Kreideumrisse. Du willst Maßstäbe setzen, wie beim Quadratmeter messen. Bitch, ich werd dich nicht dissen, ich werd deine Grabrede rappen. No way back, ich will, dass es ausartet, zu spät für dich. Denn draußen wartet jeder auf den 1000 Bars, Kollege Diss. Okay. So, das war's. Und das Closing Line? Oder sollen wir ein bisschen vorne gehen? Also nach vorne gehen. Ja, bitte. Also wegen, ja. Also etwas über Echos. Ja. Ich bin nicht. Also Nominierung. Also sag, ja. Nominierung für Echo. Also Kollege hat 2015 und so weiter, 16, 14 hat er ganz viele Echos gewonnen. Mhm. Und diesmal sagt er, also San Diego sagt, dass er diesmal keine Nominierung für den Echo kriegt, für den Echo-Preis, sondern dass die Echos halt eben von den Schüssen kommen, ne? Also einfach ein Sound. Mhm. Mhm. Und danach, die letzten Auszeichnungen werden deine Kreideumrisse. Siehst du da ein Bild bei Genius? Auszeichnung ist, also eine Auszeichnung ist eigentlich ein Award quasi. Und diesmal ist aber, er meint aber hier, dass die letzte Auszeichnung halt eben auf dem Boden die Kreideumrisse sein werden. Also halt um seine Leiche herum, weil er Kollege töten wird quasi. Hm. Und dann am Ende sagt er ja, achso, nee, du willst Maßstäbe setzen. Ach ja. Maßstäbe setzen bedeutet, dass, wie nennt man das denn? Ja, dass man, also hier in dem Fall von Kollega, dass er sagt, dass er der beste Rapper ist in Deutschland, dass er den Maßstab des besten Rappers Deutschland hat, den Titel. Und bei Maßstäbe setzen bedeutet aber auch, also Maßstab ist wie Lineal, wenn man Quadratmeter hat, eben misst, also wortwörtlich misst. Wait. Sorry, I don't understand this. Yeah, habe ich gerade ein bisschen schwer erklärt. Yeah, it's not really easy. But so müssen wir wenn man eine Zeit des Raums ansetzt, somit hat man dabei wortwörtlich einen Maßstab gesetzt. Genau, eine Mindestanforderung, stimmt. Oh, fuck. I'm so close, man. I just... Also Maßstab gesetzt ist einfach eine Redewendung, dass er quasi jetzt ein Level hat, einen Maßstab. Like... Und er sagt einfach, du willst Maßstäbe setzen. Uh-huh. Und wie beim Quadratmeter messen ist, halt wenn man ein Quadratmeter ist, Square Meter. Yeah, Square, yeah, yeah. Und halt um zu messen, also messen... To measure. Die Meter zu messen, yeah. Measure. Außer halt so ein Stab, so ein, ne? Stab. Zum Beispiel Lineal oder irgend sowas ähnliches. Aber was ist Stab? Lineal, warte, ich kann mal kurz googeln, warte, ein Wort. Was ist ein Ruler, nachher. Oh. Maßstäbe, oh. Maßstab. Also Maßstab, einen Stab zu messen. Ah, okay. Oh, okay. Okay, I kinda get it now. Und davor meint er ja, was ein, warte, SpongeBob ist San Diego gegen 10 Jahre Angriffsfläche und so weiter, dass er ganz viele Insider-Wissen hat von Kollegen. Mhm. Und deswegen sagt er am Ende, ich will, dass es ausartet, zu spät für dich. Und draußen wartet jeder auf ein 1000-mal Kollege des, das halt eben so viele Lines hat. Und dann hat eben... Also denn draußen wartet jeder auf einen 1000-Bars Kollege des? 1000-Bars gegen Kollege, also das wäre echt viel. Das wäre quasi eine Stunde Distrack, ne? Ja, ja, ja. Das wäre krass. Also wäre krass. Mm. Okay, so I think that's gonna be nice to do Legacy after this. Yeah. We should definitely try to... Oh, God. I'm sitting for too long. I should try to get that one in soon. Maybe this weekend or next week. But... Jeez, dude. Yeah, I gotta take a nap now. I can't say, like, just the speaking and listening and staring at the computer and then listening to, like, trying to, it's like,
I feel like I'm taking the hardest test ever. It's so much brain power. I'm using my, seriously, I'm using my, my brain is going like on full speed for an hour straight. It's just, it's nuts. It's so, it's not easy. I'm tired now. I'm really tired now. So, ich muss sagen, ich finde den Diss Track von San Diego echt richtig gut. Also vor allem musikalisch, ich höre den wirklich richtig gerne. Ich finde zum Beispiel bei Asche, Asches Diss Track gegen Moist, den höre ich jetzt nicht so gerne. Also viel besser. Normal, privat, ich kann. Meinst du, dass das History? Ja, ich finde es in Ordnung so, aber ich würde den normalen nicht hören. Also, finde ich zumindest, also ich persönlich. Also und das hier? Du sagst, dass das San Diego Diss, also das, was wir gerade gehört haben, ist viel besser als das von Asche? Musikalisch zumindest, ja. Oh, okay. Also ich würde das hier auch privat hören und ich kann das auch auswendig. Ich würde da immer, keine Ahnung, duschen oder so komplett mitrappen. Und bei Asches Ding würde ich normal nicht anmachen. So, normalerweise. Ja, ich finde die Asche Diss gegen Mois ein bisschen besser, aber höchstwahrscheinlich, weil ich die beiden besser kenne. Ne? Und SpongeBob und diese Kollege History ist bei mir nicht so. Also, dass ich weiß überhaupt gar nicht über Kollege und die Beziehung zwischen ihm und SpongeBob. Meinst du? Das ist ein bisschen zu alt für mich vielleicht. Und das mit Mois und Ashas, das ist gerade vor mir, also entwickelt ist, ne? Ja. Und das ist ein bisschen leichter zu verstehen. Ich kann dir echt mal wirklich was empfehlen, warte mal kurz. Schicke ich dir mal.